Servus Freunde, und hiermit melde ich mich auch schon zurück zum ersten Video 2022. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Egal, ob ihr euch jetzt die Kante gegeben habt oder ob ihr ganz ruhig ins neue Jahr 2022 geschlendert seid. Hoffe auf jeden Fall, der Übergang war sehr schön. Ihr konntet das mit euren Liebsten feiern, so ein bisschen trotzdem genießen, auch wenn man ja viele Sachen nicht machen konnte. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob man böllern sollte oder nicht. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut, dass nicht so viel geböllert wurde. A, für die Umwelt und B, weil die Notaufnahmen da nicht so voll sind mit irgendwie abgetrennten Gliedmaßen. Aber das soll jeder selber für sich entscheiden. Und darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Ich meine, du siehst ja hier schon, was ich hier Schönes aufgebaut habe. Eine kleine Sammlung, einfach so eine Ansammlung an Düften, die ich eben momentan einfach nice finde, die ich hin und wieder mal benutze. Fand ich einfach mal eine coole Sache, so ein bisschen was dazu zu erzählen, warum ich das ganz gerne habe. Ist natürlich auch immer eine herzliche Einladung an dich, einfach mal so deine Lieblingsdufte in die Kommentare zu schreiben. Ich finde es immer riesig, da mit den Zuschauern zu quatschen, was eben so der Lieblingsduft von dir ist, warum das dein Lieblingsduft ist. Ist doch immer nice, man macht selbst doch neue Erfahrungen. Und man gibt neue Erfahrungen eben weiter. Finde ich eben einfach eine nice Sache auf YouTube, so ein Geben und Nehmen. Aber wir schnacken jetzt gar nicht lange rum, wie es hier noch schnulzig wird, sondern wir legen so erstmal nö. Wir legen erstmal mit dem Duft los, denn das ist momentan so einer meiner Lieblingsdüfte. Und es ist momentan eigentlich mein Lieblingsduft, den ich so am meisten verwende. Le Parfum, für mich ein so angenehmer, sinnlicher, aber trotzdem eleganter, männlicher Duft. Wenn ich sage sinnlich, so sieht das Ding übrigens die schöne Parfumdose aus, auch ganz hübsch finde ich. Aber wenn ich sage sinnlich, das Ding ist so angenehm in der Nase. Ich finde, es gibt keinen Duft, der so schön angenehm und schön in der Nase liegt wie eben Yves Saint Laurent Le Parfum. Das Ding ist, wie ich es eben gerade gesagt habe, sinnlich, auch auf andere. Also andere werden diesen Duft auf jeden Fall wahrnehmen. Man kriegt diesen Duft auf jeden Fall mit. Er ist trotzdem auffällig, aber er ist halt so schön angenehm. Ja, süß würde ich auf jeden Fall auch sagen, das ist auf jeden Fall mit drin, aber eben trotzdem ja auf seine Art wirklich so eben elegant, sodass man eben auch ja zu Hemden den tragen kann. Ich trage ihn auch gerne aber so zu Pullovern oder zu ja einfach chilligen Outfits, also der kommt halt echt immer super an. Und erkennt man einen Lieblingsduft, na klar, man hat ihn gleich mehrmals am Start oder man hat ihn halt, ja, die Verpackung mehrmals am Start, weil man ihn sich natürlich gleich wieder nachbestellt, wenn er irgendwie ausgeht, man Paranoia kriegt, hey, ich habe vielleicht kein Parfum mehr, schnell neuen holen, da hat man den dann gleich wieder am Start. Unglaublich schönes Ding. Aber so, das war jetzt mein Lieblingsduft und jetzt will ich mal mit einem Duft weitermachen, wo ich die ersten paar Minuten, ja, mir gedacht habe, was ist das denn für ein Dreck, sowas habe ich noch nie gerochen, ihren kaufe ich auf gar keinen Fall, das Geld gebe ich nicht aus. Du siehst es? Ich habe das Geld dann schlussendlich doch ausgegeben und ich bereue es nicht. Das Ding Tom Ford Ombre Leather ist ein unglaublich auffälliger und auch so einzigartiger männlicher Duft. Der Name sagt schon Ombre Leather. Das Ding kommt natürlich so mit Lederjacken und solchen Outfits echt nice rüber, gerade so mit so Lederjacken, so aus Echtleder. Und die Kombination aus Lederjackengeruch und dem Geruch vom Parfum ist mega geil, aber wie gesagt, mir geht es hier um den Duft eben an sich und der ist so auffällig, maskulin, lederig. Gerade wenn du eh so ein bisschen männlicher unterwegs bist, wie jetzt ich zum Beispiel. Also, keine Ahnung, hast halt irgendwie einen richtig Vollbart, bist vielleicht auch richtig breit und bist auch so gerne in männlichen Outfits unterwegs, dann ist das auf jeden Fall ein Duft, den du auf jeden Fall mal abchecken solltest. Und natürlich auch die Verpackung hier und auch hier die Dose sieht sehr nice aus. Finde es immer hübsch gemacht bei Tom Ford, auch immer sehr hochwertig schön hier mit der Beschriftung. Aber natürlich am Ende zählt eben, wie der Duft riecht, wie er performt. Und ich habe ja gerade eben schon gesagt, hey, die ersten paar Minuten, da fand ich den Duft echt kacke. Und das ist eben einfach auch diese Art des Duftes, er muss sich erst setzen. Du musst ihn 30 bis 45 Minuten auf dir und auf deiner Kleidung setzen lassen. Auf keinen Fall so einen Streifen nehmen, draufsprühen, kurz dran riechen, weglegen und dann schon eben sich eine Meinung über den Duft bilden. Der braucht seine Zeit. Und der braucht eben seine Zeit auf dir. Der braucht die nicht auf irgendeinem Stück Papier. Der muss sich erstmal kurz setzen. Und wenn er sich dann gesetzt hat, so noch ja, 30 Minuten oder 45 Minuten, dann kannst du dir erstmal die Meinung bilden, hey, passt das Ding zu mir oder passt es eben nicht zu mir. Du siehst es aber, es ist nicht der einzige Tom Ford Duft. Ich habe auch hier einen ja, helleren Tom Ford Duft eben am Start. Und was heißt hell? Das Ding ist jetzt eben nicht so eben krass maskulin, männlich oder duster, wie es jetzt, was heißt duster, ledern.
keine Ahnung, ich sag einfach maskulin eben, so wirklich in dieser starken maskulinen Richtung. Das Ding geht eher wieder in so eine etwas süßere Richtung und fast schon in so eine sommerliche Richtung, wie ich eben finde. Also Costa Azzurra ist für mich so ein Duft, den würde ich auf jeden Fall auch im Sommer verwenden. Da passt er auch echt ganz gut hin. Aber ich würde auf jeden Fall auf keinen Fall sagen, wie zum Beispiel bei dem guten Stück hier, Deutsche Gabbana Light Blue, dass das ein Duft nur für den Sommer ist. Dass es nicht ausschließlich nur für den Sommer ist. Im Gegensatz zu Deutsche Gabbana Light Blue Intense, den man wirklich nur bei heißen Temperaturen eben trägt. Dann kommt das Ding aber mit seinem fruchtigen Grapefruit und zitrusmäßigen Image umso schöner rüber. Einfach weil er eben ja in Kombination mit diesen heißen sommerlichen Temperaturen immer an so ein Strand-Sommer-Feeling erinnert. Aber der hier Tom Ford Costa Azzurra, der ist auf jeden Fall auf seine Art auch männlich, aber eben auf seine süße, eben so ein bisschen freche Art männlich. Das Ding ist jetzt halt nicht so krass maskulin eben wie jetzt eben dieser Duft. Der Duft ist natürlich eben so ein bisschen süßer oder halt ja, weiß nicht, wie man das nennen möchte. Halt nicht so herbe, aber trotzdem eben unglaublich elegant und eben auch auf seine Art einzigartig. Also das Ding liefert dir auch ein interessantes eben Image, würde ich auf jeden Fall sagen. Und deswegen habe ich ihn eben auch einfach gefeiert und habe ihn mir auch einfach nochmal zugelegt. Auch eine schöne Verpackung, wie ich finde. Tom Ford sieht da immer eigentlich ganz nice aus. Du wirst dich jetzt fragen, hey, was hat denn hier ein Frauenparfum zu suchen? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Parfums hier von Yves Saint Laurent und Tom Ford gleich riechen. Geht ja gar nicht, dann könnte man das ja gar nicht als Mann verwenden, wenn das hier nachriechen würde. Ich möchte nur sagen, es sind so kleine Akzente, wie ich finde, auch hier zu riechen von diesem Jahr Paris. Also es hat mich als Mann, als ich den das erste Mal eben gerochen habe oder getragen habe und den sich ein bisschen gesetzt habe, hat er mich so ein bisschen an Paris erinnert. Aber auch nur so ein bisschen, halt nicht komplett, aber so ein bisschen, ein paar Akzente haben mich daran erinnert. Und das ist ja so einer der ja, weiblichsten, elegantesten Düfte, die ich jetzt hier kenne. Ich will ja einfach nur sagen, auch als Frau kann man den Duft, finde ich, Costa Azzurra echt abchecken. Kann man mal eben gucken, hey, passt der zu mir? Der ist süß, der fällt auf, der ist schön, der ist elegant. Ich würde auch sagen, als Frau kann man diesen Costa Azzurra auf jeden Fall mal abchecken, so ein bisschen als Vergleich, falls du eben Paris kennst. Ne? Da kann man eben so ein bisschen, ja, kleine Ähnlichkeiten eben ziehen, wie ich finde. Viele werden bei Dior Sauvage sagen, hey, wenn ich in die nächste Kneipe bin, ist das Erste, was ich an den nächsten drei Männern rieche, Dior Sauvage. Und so Unrecht hat man da ja gar nicht. Er ist unglaublich beliebt, er ist unglaublich berühmt, der Duft. Einfach weil er eben so dieser schönste Saubermann-Duft ist. Er liefert jedem Mann, egal welcher Typ Mann du bist, ein sauberes, gepflegtes, elegantes Image. Also dieses typische Saubermann-Image. Er ist clean, du kommst immer gepflegt rüber, kommst immer wie so frisch geduscht rüber, so nenne ich das ganz gerne, aber eben trotzdem mit diesem Bergamott auch noch wirklich interessant und eben schön. Sinnlich würde ich jetzt eben fast sagen, aber was ihn eben auszeichnet, Dior Sauvage, und deswegen möchte ich ihn eben auch, also das ist jetzt mein aktuelles, möchte ich ihn nicht missen, ist einfach dieses frische, saubere, was eben sowohl in sportlichen Outfits rüberkommt, als eben auch einfach in Freizeit- oder eben Alltagsoutfits oder eben auch im Anzug. Er kommt immer nice rüber, man macht nichts falsch damit. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal kurz zu Rewe gehe oder nur mal kurz zum Sport gehe oder so, dann benutze ich den auch ganz gerne mal einfach, weil er immer mir einfach ein frisch geduschtes Image liefert und weil ich damit immer sicher gehen kann, hey, damit machst du in keiner Situation was falsch, damit kommst du immer bei jedem eben einfach schön gepflegt eben rüber, eben frisch geduscht rüber. Anders als der gute Mann hier, das gute Stück, das ist ein Duft, der für mich so ein Haut-drauf-Duft ist. Das ist Prada L'Homme Intense. Viele werden Prada L'Homme eben in dieser silbernen Verpackung eben kennen. Das ist der Eau de Toilette-Duft. Prada L'Homme Intense, also in der Variante, ist unglaublich maskulin auf seine Art, wie ich finde. Das Ding ist so würzig, aber trotzdem eben unglaublich elegant. Das Ding kommt unglaublich männlich und auch so ein bisschen frisch daher, aber für mich macht es den Duft einfach so dieses würzige, frische, das macht diesen Duft einfach so unglaublich, ja, männlich, wie ich finde. Im Gegensatz zu Tom Ford natürlich jetzt eben nicht so ein herber männlicher Duft, sondern das ist eher so ein wirklich interessanter, würziger Duft. Ja, orientalisch wäre jetzt zu viel, aber so dieses, ja, wirklich würzige machen diesen Duft eben so interessant. Und weil ich eben gesagt habe, der ist eben auch wirklich, ja, schön sauber, wie ich finde, kann man das Ding eben super zu Hemden tragen, super zu Anzügen tragen. Also da passt das Ding wunderbar. Du musst nur wissen, du fällst mit dem Ding immer auf. Das ist ein richtig intensiver Duft. Ich habe gesagt, es ist ein Hau-drauf-Duft. Ich
kann dir auf jeden Fall versprechen, du wirst immer positiv auffallen, wenn du es eben nicht übertreibst. Also bitte nicht da drin baden, sonst ist es für alle nur unerträglich. Aber wenn du ihn ganz normal verwendest, also einmal hier, vielleicht einmal auf den Puls oder du lässt den Puls weg oder die Ohren weg und machst halt mal kurz was auf die Kleidung, wenn du es länger haben möchtest, dann kann ich Pralalom Intense für jeden eben nur empfehlen, der da eben einen unglaublich markanten, ja, frischen oder ja männlichen, würzigen Duft haben möchte. Folglich siehst du es, wurde das Ding bei mir auch mehrmals bestellt. Also immer wieder, wenn ich ja Paranoia bekommen habe, das Ding geht leer. Das einzige Manko, was ich auf jeden Fall sagen muss, manchmal ist das Ding irgendwie schwer zu bekommen. Also manchmal bekommt man ihn weder in irgendeiner Filiale in der Stadt und auf Internetseiten ist er auch öfters mal komplett überall ausverkauft. So, und dann steigt der Preis natürlich auch auf den kleineren Seiten. Das finde ich dann immer nicht so nice. Verstehe ich dann immer nicht, warum der manchmal eben so schwer zu haben ist. Da würde ich dann auf jeden Fall einfach mal warten, gucken, wann er irgendwo wieder auf Lager ist, wo er auch zu ja mehr Stücken auf Lager ist. Und dann würde ich zuschlagen, dann würde ich ihn erst holen. Aber manchmal ist es einfach so das Problem, ja, dass man ihn nirgendwo kriegt. Und auf den kleinen Seiten ist es dann umso teurer. Aber wie gesagt, wenn man ihn dann eben in den Flossen hält, dann ist es ein unglaublich geiler Duft. Und wenn ich einen unglaublich geilen Duft auch noch vorstelle, dann ist das natürlich, ja, Versace Eros. Ich würde sagen, jeder weiß, dass Versace Eros ein unglaublich süßer, frecher, sexy Duft ist. Das Ding kommt in Clubs unglaublich nice rüber oder auch auf Dates unglaublich nice rüber. Aber gerade so Clubs, das Ding ist einfach nur so interessant. Das Ding ist frech, das Ding ist eben ja süß. Aber auch süß, einzigartig auf seine Art. Also ich kenne keinen Duft, der das so, ja, interessant macht und so sexy macht wie Versace Eros. Auch so ein bekannter Partyduft ist ja eben auch Paco Rabanne 1 Million. Die machen das auch sehr nice, aber die gehen halt nicht in so eine auffällige sexy Richtung. Ich finde, das ist dann schon fast auch süß, aber eher so ein bisschen mehr eleganter. Aber Versace Eros eben macht das einfach so einzigartig. Ja, wie ich eben schon öfters gesagt habe, sexy auf seine Art. Hier mit der guten Dame, sympathisch auf jeden Fall hier. Machst du nichts falsch, egal jetzt, ob du Eau de Parfum oder Eau de Toilette eben verwendest. Du siehst es, ich habe hier auch nicht mehr viel am Start. Muss ich mir, wenn es mal, so Gott will, mal wieder zu Partys geht, mal wieder auffrischen. Momentan muss man ja Angst haben, dass einem irgendwer Corona in die Nase hustet, wenn man eben in so großen Mengen in Clubs oder auf so engem Raum unterwegs ist. Aber so Gott will, will das irgendwann mal aufhören. Man kann wieder beruhigt auf Kirchwein gehen, an Clubs feiern, teilnehmen. Und da kann man dann eben so einen geilen Duft wie Versace Eros eben auch verwenden. Sowohl Eau de Toilette als auch Eau de Parfum finde ich sehr nice. Ich finde, Eau de Parfum ist sogar noch mal so ein bisschen intensiver, aber eben trotzdem eben mit der gleichen Duftkomposition. Und ja, da muss man dann einfach eben entscheiden, möchte man es noch ein bisschen intensiver haben oder reicht einem so das Eau de Toilette schon. Ich kann auf jeden Fall sagen, also ich greife eher so zum Eau de Toilette. Ich brauche das Eau de Parfum jetzt in diesem Fall eher nicht. Mir reicht das Eau de Toilette so von der Intensität auf jeden Fall. Aber das muss jeder selber wissen, würde ich im Parfumladen auf jeden Fall mal probieren. Und jetzt habe ich eben hier noch so einen günstigen Duft am Start. Bruno Banani werden auch viele kennen. Das Ding ist, jeder weiß, Haltbarkeit ist jetzt im Gegensatz zu anderen Düften natürlich nicht gleich. Also du kannst nicht erwarten, wenn du 7 Eier für einen Duft ausgibst, dass das Ding dann den ganzen Tag hochqualitativ eben hält und dass er eben dir so eine Performance liefert, wie jetzt zum Beispiel ein anderer, ja, wirklich eher hochpreisiger Duft. Aber natürlich, wenn du dir eben sagst, hey, pass auf, ich habe keinen Bock, so viel Geld für ein Parfum auszugeben, ist es mir nicht wert, kann ich vollkommen nachvollziehen, dann hat Bruno Banani mit der Version, wie ich finde, was Nices am Start. Denn wenn du jetzt zum Beispiel kurz bevor du in den Club gehst, dieses Parfum schnell mal auf dich aufsprühst oder kurz bevor du wirklich zu einem Date oder zu einem Treffen gehst, dieses Parfum eben aufsprühst, dann machst du damit trotzdem die ersten paar Stunden einen guten Eindruck. Das Ding hier in der Variante Man ist süß, auffällig, frech. Ich finde auch interessant, also wirklich schön als Mann das zu tragen. Und dann kann man super eben, ja, wenn man eben jetzt nur die ersten Stunden, sogar erster Eindruck zählt, bekanntlichermaßen, da einfach überzeugen möchte, dann ist das auf jeden Fall ein nices Ding und halt auch eine gute Option. Für 7 Eier ist es halt echt auch, ja, günstig, wie ich finde. Also da macht man eben nichts falsch, gerade wenn man dann eben ein bisschen länger was davon hat. Und 7 Eier, wie ich finde, eigentlich echt nice. Und da kann man das eigentlich echt gut machen. Folglich habe ich den auch mal einfach am Start gehabt. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, wenn dir die Pappnase sympathisch war, lass mir doch gerne ein Abo auf dem Kanal. Da würde mich riesig freuen. Ansonsten hoffe ich, dass du ja schön weitermachst in diesem Jahr 2022, dass du eben weiter gesund bleibst, dass du weiter gut ins Jahr startest. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bleib fit in dieser schwierigen Zeit. Ciao.